Also das ist von den Mods, die Mods geben, machen ihre eigenen Texturen, also da haben wir keinen Einfluss drauf. Und Deko fragt, wieso du kein Englisch sprechen kannst. Ist nicht böse gemeint, er möchte es einfach nur wissen. Ja, also in der Schule, die Schulzeit ist ziemlich lang her. Ich hatte da jetzt auch nicht intensiv Englisch, muss ich sagen. Und es liegt einfach daran, mein Englisch ist zu schlecht. Ich kann mit Händen und Füßen Englisch sprechen, Philipp. Alter. Ich habe eine Kleinigkeit. Du hast Langeweile gehabt, ich merke Guck schon. mal Alter, das nach sieht so oben. cool. Aber weißt du, wie geil das aussieht? Entschuldigung, aber mit Shader, bei mir kommen die Sonnenstrahlen richtig hier durch. Ich Okay. laufe gerade in den Sonnenstrahlen rein. Sag Das sieht sowas ziemlich nicht, cool dann aus. schalt die weg. Ja, Aber voll cool, voll ne? cool. Ja. Hier kommt es dann hin. Das wird der Eingang sein. Die verschicke ich noch. Hallo, geh weiter. Was machst du? Ich muss gerade was im Chat entfernen. Ach so, oh, das ist schlecht. Entschuldigung. Ja, kein Problem. Ich kam nicht vorbei Hier. an dir. Ja, das ist der Hier gibt's ein Leuchtturm. Stick. Na, da hinten ist unser Gibt's. Haus. Und dann können wir hier Man kann hochgehen. runterfallen. Man kann runterfallen, wenn man nicht aufpasst. Aber nur an dieser einen Stelle. Okay. Ich schon wieder. Profi-Let's Hä? Play. Okay. So, hast du jetzt bis an der Stelle vorbei. Ja, ich hab's geschafft, endlich. Oh, das schaut schon cool aus. Ja, und wir machen jetzt hier oben was. Wir hatten in der letzten Folge eine Umfrage und es wurde sich gewünscht, dass wir hier einen NPC hatten und ich will den wiederbeleben lassen. Und das war. Wir sind hier am Meer. Weißt du es noch, Philipp? Da hinten fliegt Slime runter. Entschuldigung. Bei mir fliegt nichts, aber ist okay. Ja. Es ist ein Slime So. geflogen. Antwort? Leuchtturmwärter Anton. Nein, Leuchtturmwärter. Robert. Otto W. Otto W. Weil Leuchtturm, Wasser, Ostfriesen. Otto, wie, Otto, wie Friedrich, Also weiß ich ganz auch nicht ehrlich, genau. lieber Chat, ihr müsst Philipp mal helfen. Mehr kann ich da nicht zu sagen. Es tut mir leid, das musst du wissen. Schleim! Können wir gut gebrauchen. Okay. Ja, klar. Da, dass ich dir jetzt nicht hinterher springe, ist schon in Ordnung, oder? Warum springen? Trau Ich dich, hab Philipp. Angst. Hab keine Angst. Ich schau dir Ich zu. hab Angst. Spring, ich schau dir zu. Du bist auf Oh. Sendung. Alter, bist du tief eingetaucht. Aber die Tintenfische sind jetzt voll extrem, ne? Ja. Du sollst das mehr, ne? Was erwartest du? Ja, auf jeden Fall, hat der Chat schon geschrieben, was es ist eigentlich? Nein. Otto, Vitris, Walkens, Wirkens. Otto Walkes natürlich. Otto Walkes, ja, ich hab. Walkes. Ja, auf jeden Fall ist das der Turm. Hier haben wir übrigens das Feuerwerk, was wir für Silvester nutzen. Lassen Soll wir ich da das einfach mittlerweile? stehen. Das ist jetzt Okay. auf alle. Ich glaube, Fürs acht. nächste Jahr? Ich glaube, ja, es ist, glaube ich, auf alle 28 Minuten. Ist mal ganz okay. Aber es ist fürs nächste Jahr. Fürs Let's Rutsch dann wieder. Und das ist ganz okay. Hier ist der Turm. Jetzt hast du das erste gesehen. Jetzt gehen wir. Oh, jetzt Okay. zuckelt sie auf einmal wieder. Alter, was ist hier los? Ich ziehe hier weg. Alter, was ist das? Ich komme Ja. hier nicht. Achso, ich hänge hier unterm Baum. Ich glaube, das ruckelt durch die Bäume. Ich kann mir nicht helfen. Wir gehen jetzt in der Tat erstmal nach Philipps zu Hause. Schauen uns mal Philipps zu Hause an und dann seht ihr auch mal, dass er gar nicht so weit weg ist. Was? Es gibt mehrere Wege, die zu Philipp führen. Warte kurz, ich mach mal kurz zwei Sachen. Ich mach erstmal kurz auf Peaceful. Und die zweite Sache ist, ich möchte die Zeit mal kurz auf Nacht setzen. Time set. Auf Nacht? Nein. Ja, du wirst dann später sehen, warum. Irgendeine Überraschung. Nur eine Kleinigkeit, also jetzt nichts. Wir haben Boah, zwei Wege, wir krass. können hier lang oder wir können hier lang, wir gehen mal hier lang. Hier fliegt Ja. übrigens immer Philipp sein Pferd runter, weil er denkt irgendwie, das ist Glas, er könnte hier unendlich drauflaufen und hat sich schon zweimal in den Tod gestürzt. Einmal ist es dabei auch gestorben. Und das hier wollen wir eine Baumfarm hinmachen, das ist eine Ja. Markierung.
Das haben wir letztes Mal probiert. Das heißt, das werde ich vielleicht auch im Stream mal ein bisschen ausprobieren, wie das funktioniert. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst, was euch heute vielleicht noch erwartet. Hier fehlen die Steine. Genau. Also auch Dekoratives werden wir heute auf jeden Fall noch machen. Könnt ihr mir mal das Rezept von der was? Ja, Schmelze sein wahrscheinlich. Ja, kann ich gleich zeigen. Obwohl das eigentlich ein Buch drin ist, weil wenn du den Mod hast, hast du automatisch das Buch drin, da steht es drin. Das heißt, glaube ich, PUBG. Ich glaube, Materialien also, und Du heißt das, ne? Materials and You, genau. Und auf Deutsch mit Materialien und Du. Genau, richtig. Oh, ich habe das vergessen anzulassen. Nein! Geh vor, ich drehe mich um. Und wie ist die Aussicht zu den Pferden und zu der Brücke und. Hast du den Lichtschalter verknüpft mit den Lampen, ja? So, kann's reinkommen. Du hast jetzt dunkel gemacht, aber oben brennt das Licht. Was? Oben brennt? Jo. Achso, ich hab eine Fackel vergessen abzumachen, hab ich gar nicht gesehen. Achso. Erstmal der Flatscreen von hinten, ganz klar. Den Durchgang habe ich hier gebaut gehabt. Der Rest alles Philipp. Also, dass ihr da auch mal wisst. Ist hier Zusammenarbeiten halt. So soll es ja auch sein. Aber warum ist kennt ihr was? PUBG? Ja, von Namen her. Gespielt noch nie. Ich glaube, Player Underground, Battles Underground. Player so. Unknowns Battlegrounds. Okay, ich spiele sowas nicht. Oh, die. Ach, das ist ein Baum. Ich dachte gerade, so, das wäre eine Sonnenblume. Okay. Scheiße. Oh, Burger. Mh, schön aber. Und jetzt. Pizza! Und schau mal, du kannst da die hinsetzen. Und du hast dann da oben einen Ventilator. Ja, das kenne ich. Den kannst du verknüpfen mit dem Knopf da. Genau. Ja, ja. Und dann kann man hier weitergehen. Okay. Sehr schön, sehr schön. Das ist jetzt nur so, damit ich. Dass die Maschinen kommen auch weg. Also, das ist jetzt nur so, ne? Oh, Aquarium. Sehr schön. Hatte ich früher auch. Ja. Sehr gut, sehr gut. Was machst du hier mit dieser Nische hinten? Kommt da so ein Schrank rein eher so, oder? Ja, wahrscheinlich eher so ein Schrank, Abstellkammermäßig. Oder Bücherregal kannst du hier gut hinstellen, hier vorne. Ja, das geht auch, aber... Ne, machst du hier so ein fettes Bücherregal? Ja. So, dann geht's hier hoch. Hier oben habe ich noch nichts gemacht, tatsächlich. Ja. Das wollte ich jetzt heute einfach im Livestream machen. Dafür war das jetzt auch gedacht. Hier hinten werde ich dann auch nochmal Lichtschalter machen und dann... Sehr schön. Ne? Ja, das mit dem Licht sollte ich vielleicht auch mal machen. Also das kenne ich von dem Mod halt auch. Ich habe es noch nie gemacht. Ja. Ich glaube, du musst den Lichtschalter verknüpfen. Hier unten geht es auch runter. Das, wenn wir es zeigen, dann richtig. Hier kann er auf die Herde gucken. Ach so, das habe ich unten vergessen. Jo. Dann ist hier Philipp. Ach so. Was ist hier los? Der hat keinen Strom, ne? Na, das Strom ist leer. Warum ist der leer auf einmal? Ja, weil momentan wird da alles nur von diesem Generator hier gemacht. Und achso, hast du alles andere abgebaut? Oben die Solarzellen und so? Aha, der wird verbraucht. Der ist leer. Ja, warum nimmt der die Kartoffeln denn nicht an? Ist auch leer. Das hat alles keinen Strom. Warum findet der die Kartoffeln nicht? Philipp, du hast null Strom drin. Ah, jetzt geht's wieder. Was ist denn jetzt los? Was hast du denn gemacht? Aua! Geht der Strom hoch. Ja. Warum? Blacklist. Ach, Whitelist. Ach Gott, ich bin so ein Trottel. Das hat er jetzt nicht gesagt. Oh doch. Ihr streamt bis 7 Uhr, richtig? Nein, bis halb 7. Bis maximal 18:30. So 18 Uhr war geplant, aber wir machen wahrscheinlich mal 18:30. Ist mal der erste Langzeitstream. Sowas Extremes hatte ich einmal alleine. Da habe ich, glaube ich, 13 Stunden gestreamt oder so. Ich weiß schon gar nicht mehr. Aber ansonsten mache ich ja eigentlich immer so 2-3 Stunden Streams. Ist mal eine Ausnahme, weil heute Zeit ist. Genau. Ich helfe jetzt kurz mit der Maschine da auf die Sprünge. Alles gut. Hier hat er sein Wasserrad drin. Hier ist sonst nichts weiter, kann man auch nicht sehen. Ja, ich habe gedacht, vielleicht kommt da noch ein zweites hin oder so, aber... Hier hat er... Ach so, jetzt sind die Blöcke auch wieder mit Strom. Hier kann man da durchgehen. Wie das alles funktioniert, werden wir euch alles noch zeigen, selbstverständlich. Das ist Philipp sein Haus. Würde ich euch ganz kurz meine Diamantenmine nochmal zeigen. Da musst du aber nicht mitkommen, Philipp. Du kannst, wenn du willst, schon mal Reaktor machen. Einzige, was bei mir oder bei dir? Bitte? Reaktor bei mir oder bei dir? Das ist mir egal, wenn du alles transportierst. Oder machen wir so ein kleines.
Ja, oder wir machen halt so ein kleines Reaktorhäuschen zwischen dem Weg, aber ich glaube, das wird dann auch irgendwie. Bedenke, die ganzen Chunks müssen geladen werden. Willst du den Reaktor nicht im Keller machen? Also bei mir oder bei dir? Das ist mir egal. Ich habe genug Platz. Wie groß ist der? Ja, also wir können anfangen mit einem 3x3 Block oder mit einem 32x32 Block. Willst du nicht gleich einen größeren bei dir machen? Muss ja nicht 32x32 sein, reicht ja vielleicht 10x10. Also 32x32 für euch ein bisschen mehr. Ja, so ein 10x10 oder so. Ja, komm. Du kannst ja hier noch tiefer buddeln, ne? Es geht ja hier runter, du kannst ja hier die Leiter tiefer gehen lassen noch. Ja, ich werde da jetzt nur kurz eben... Weil ich glaube, bei mir, meine Ecke ruckelt schon ein bisschen. Ich glaube, wenn da jetzt noch mehr hinkommt... Gehen die Birnen irgendwann kaputt? Nö. Wir probieren es aus. Ich hoffe nicht. Das Einzige, was ich sagen wollte, Philipp, das Einzige, was ein bisschen komisch ist, ist, dass die Schränke hier an Glas hängen, finde ich. Ja, warte mal, der Saschel PN fragt, are you Turkish? No, we are German. We are sorry for that. Genau. Warum spielst du sowas nicht? Achso, PUBG wahrscheinlich. Entschuldigung, ich habe nicht drauf geachtet. Ah, ich weiß nicht, das ist... Früher habe ich sowas echt häufig gespielt, aber heutzutage... Ich glaube, wenn man ein bisschen älter wird und wie gesagt, ich bin ja jetzt doch knapp über 30, dann ist das nicht mehr so, da hat man andere Prioritäten. Ich glaube, früher, wie ich jung war, hätte ich es gefeiert. Da habe ich echt sowas gespielt wie Counter-Strike, wie Half-Life, wie, was gab's noch, Red Faction. Alter, ich habe Red Faction geliebt mit der Geomod-Engine, so cool. Ja, sowas habe ich gefeiert auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das ist vorbei. Sag mal, wo ist denn dein zweiter Tunnel? Wo hast du den zweiten Tunnel zum Portal, Philipp? Hast du den zugeschüttet? Ach, der war bei der Eisenbahn, ne? Ah, ja. Das ist nicht so intelligent, oder? Ich hab das vergessen. Okay. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, warum du die um eine Kurve fahren lässt. Ich hätte gedacht, du machst hier so eine Tunnelstation, die hier hin und... Yeah, mach ich ja noch. Weil wenn da noch mehr Bahnen kommen, du kannst ja gar nicht so viel Gleise hier vorne haben. Ja, deswegen, wenn ich sag dann per Knopfdruck, wo man hin möchte, ob man Portal zu dir oder wo auch immer hin möchte, und dann werden die Schienen so gelegt. Okay. Wenn das funktioniert. Ja, sicher. Ja, hier geht's zum Portal halt hin. Finn schreibt Hi und ja, hallo von uns auch. Sein grüßt. Schön, dass du da bist. Kennst du... Und ich glaube, der... Justin, ich glaube, du schreibst übers Handy und deswegen kommen da ein paar Autokorrektursachen. Und ich glaube, du meinst Red Dead Redemption, oder? Ja, ja, das meint er. Ja, also ich zeige nur mal ganz kurz hier die Farm, dass ihr das seht, wo ich meine Dias und so herhole. Ja, also das Spiel kenne ich, habe aber keine PlayStation. Das ist PlayStation-exklusiv, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Zumindest gibt es das nicht für PC. Also das weiß noch ich nicht. Ja, noch aber ganz ehrlich, nicht. Wenn das dann in 2 Jahren kommt, dann interessiert sich wieder keiner dafür. Ich habe es mir nicht... Doch, ich habe mir bei Gronkh den Stream am Anfang ein bisschen angeguckt, aber dann irgendwann aufgehört, weil ich mir gesagt habe, nee, wenn das Spiel irgendwann mal kommt, will ich selber erforschen und kennenlernen. Das können wir dann zusammen machen. Ich warte auf, dass es auf den PC kommt. Ja, ich auch. Aber ich glaube nicht, dass es kommt. Der erste Teil ist ja auch nicht gekommen. Also von daher, nein, glaube ich nicht. Aber ich kenne es. Ob ich Webcam machen kann, praktisch gesehen ja. Also theoretisch gesehen ja, praktisch gesehen nein. Liegt einfach daran, dass, warum eigentlich? Eigentlich bin ich nicht so der Fan davon, mich zu präsentieren. Also, ich sag mal, ich bin nicht so der Öffentlichsgeile, wo ich so sagen muss, boah, ich muss ins Fernsehen. Also, man kann das sicherlich. Ja, man kann das sicherlich mal irgendwann machen und so, aber. Ja, habe ich auch nicht so das dringende Bedürfnis. Und dann fragt er noch, ob der Justin, ob ich. Also, ich denke mal, du meinst mich, weil du hast Freund geschrieben über PUBG-Spiele. Tue ich auch nicht tatsächlich. Ich war echt am Anfang überlegt, aber hab's dann auch irgendwann sein gelassen, weil es einfach für mich zu viele Spiele sind momentan, die ich mit der wenigen Zeit, die ich eh schon habe, spielen müsste, würde, könnte, sollte. Ja. Und...
Ja. Alter, ich krieg jetzt so viel voll Disco-Feeling. Alter, ich muss noch was machen kurz. Der Palmi, genau, der Palmi schreibt, dass es beim ersten Teil auch so war, dass es nicht rausgekommen ist für den PC. Deswegen wird das wahrscheinlich dann auch nicht rauskommen. Ja, ja. Könntest du überraschen lassen einfach mal. Vielleicht kommt es ja raus, ja. Ja, man weiß es nie, aber tendenziell. Alter, jetzt sehe ich den Disco. Alter. Krass, ne? Ja, Alter. Alter, ich hab da eine Macke gekriegt, ohne Scherz. Ja. Alter. Ja. Just Two schreibt, dass er auch YouTube machen, fragt, ob er den Namen sagen kann. Nein, also Werbung generell nicht so. Also auch nicht böse sein, aber das Problem ist, wenn man das erstmal durchgehen lässt, dann... möchte das jeder. Ja, dann heißt es, ja, aber vor 3 Monaten im Stream, den habe ich aber gestern gesehen. Das Schlimme ist, die sagen, ich habe es gestern im Stream gesehen, schauen sich 3 Monate alten Stream an. Ich habe es gestern gesehen, der sowieso durfte das. Also nein, nicht böse gemeint, aber das ist schwierig. Ich wollte es dir nochmal zeigen, das ist übrigens hier, wo ich farme. Also das hier ist Farmland, alles für mich sozusagen. Und ja, hier mache ich ein bisschen Strip-Mining und hast nicht gesehen. Und hier hole ich mir dann die ganzen Ressourcen her, die ich brauche. Na, wie man sieht, ist das ja alles schon ein bisschen größer. Palmi meinte, ob du als 10K-Special die Webcam machen kannst. Ja, kann man drüber reden. Also 10K, okay, dann ist es vielleicht irgendwo auch gerechtfertigt, sich mal zu zeigen. Ja, könnten wir machen. Aber 10K, ganz ehrlich, bis ich 10K Abonnenten habe, vergesse ich das auch schon wieder. Weil, ja, es kommen ständig neue Abonnenten dazu und die schauen auch und kommentieren auch fleißig. Das ist auch schön. Macht auch richtig Spaß halt dadurch, dass jetzt regelmäßig Kommentare unter Videos sind, die ich beantworten kann. Das finde ich schon cool, aber wie gesagt, es wächst langsam. Was auch okay ist, weil ganz ehrlich, ich glaube, wenn man gleich irgendwie Unmengen an Abos hat, ist man wahrscheinlich einfach auch ein bisschen überfordert, was wohl auch nachvollziehbar ist. Ja. So, ich würde mal auch zu dir kurz kommen, mir auch mal so endlich mal ein Hämmersche machen. Achso, zu mir zu Hause. Ich wollte gerade sagen, ich bin gar nicht da. Ja, ich würde deine Schmelzen mal ein bisschen benutzen. Ja, bitte, dafür ist da. Und jetzt würde ich ganz gerne mal zeigen, wie ich das mache. Für die Leute, die nicht verstehen, wie hier diese Tunnel entstanden sind, zeige ich es mal ganz kurz. Aber keine Sorge, ist jetzt nichts, was wir stundenlang machen. Ist nur mal 2-3 Minuten in der Hoffnung, dass wir hier Dias finden. Obwohl, wir haben ja jetzt echt genug. 33, das reicht. Und so läuft das dann ab. So ist das. Man rennt hier durch, nimmt das hier mit und ja, mehr ist es nicht. Was denn? Ich habe mich gerade wundert, warum kein Gold, warum das Gold nicht raus, wie das zerschmelze. Es war noch das Darksteel drin. Das restliche. Hat sich's vermischt? Nein, das war in dem Topf, wo das dann reinkommt. Ah, okay. Hast du das wenigstens gefüllt, dass du das nicht wegschmeißt? Natürlich das nicht. Das Darksteel? Na, alles gut. Wir haben aber gar kein Darksteel, oder? Hast du Darksteel noch mehr gemacht? Nee, wir könnten es aber ja machen, dass wir es nicht wegschmeißen, weißt du? Darum geht's ja. Ja, ein Barren. Das ist der Philipp. Der sagt so, ja, wir machen eine Maschine, die wird uns das alles wieder machen. Bergbau. Vorglas schreibt, er ist wieder da. Ja, willkommen zurück. Ja, willkommen zurück.